Ey, sind wir wirklich Geburtstag? Ist das ihre... Yeah. Oh Leute, sie haben die richtige Halle. Ey, das kann man lassen, oder? Das ist echt geile Musik. Ja. Hey. Ja, ja. Oh, eigentlich... Jetzt in den Zellentrakt 3. Hä, Zellentrakt 3 ist hier? Tiefgang. Was zur... Was ist das? Oh, Leute, ja. Wisst ihr was? Eigentlich schlafe ich hier um einiges besser, ja? Ich meine, die neue Zelle hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja? Wirklich, ich habe jetzt hier ein Bett hier aus Heu, aus Heu. Heu! Ja, was? Hä, wo ist das jetzt? Hä, welcome. Hä, wo kommt das jetzt her? Okay, alles klar. Ich hab hier Essen. Heu, wo bist du? Heu. Heu? Ja, Heu. Heu. Hi. Hi. Okay. Ach, nur da unten. Hey, heute, was machst du da unten? Warum fahrst du mit dem Boot in der Lava? Okay, weißt du was? Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Leute, ich habe euch in der letzten Folge auch vorgestellt, dass offiziell jetzt hier im Shop die neue Edelstein-Edition gibt hier. Mit Teammelon und Diamant, was aufgrund von hoher Nachfrage von euch Zuschauern endlich wieder in den Shop gekommen ist hier. Und Teammelone Regenbogen. Ist offiziell zum ersten Mal online im Shop hier. Das gab es ja nur auf Touren. Und ganz neu, auf Weltpremiere, hat Teammelone Dunkelregenbogen. Sieht auf dunklen Farben ultra geil aus, finde ich hier. Und Leute, jetzt kommt das Geile, die Federmap hier. Wenn ihr noch in der Schule seid hier, holt euch das, ja. Kein Spaß, Teamino Diamant Federmap sieht mal mega geil aus. Und Teamino Regenbogen sieht nochmal bunter aus hier. Alter, Leute, sieht aus, als ob die Farben hier explodieren. Und Dunkelregenbogen sieht nochmal auf eine andere Art geil aus, finde ich, ja. Mal keinen Spaß, wenn die bunten und hellen sind geil. Aber Dunkelregenbogen ist eine Art böse Version von Team Melone. So eine Neon-Version. Sieht echt geil aus. Aber persönlich mein Favorit ist die Tasche von Dunkelregenbogen. Die hat so auf allen Ecken ihre kompletten Farbenexplosionen hier. Es sieht richtig geil aus. Was? Was zum... Hoi! Hoi, kannst du mir die Tür öffnen vielleicht? Hoi! Hafen! Hafen? Ey, das ist kein Hafen. Das ist ein... Das ist eine Gefängniszelle. Andockstation. Hä? Andockstation? Okay. Ich hinterfrage es mal nicht. Ich meine, wenn du meinst, es ist ein Hafen mit der Andockstation, okay. Alles klar. Warum denn auch nicht? Okay. Oh. Es ist frei. Es ist frei? Okay. Alles klar. Es ist frei. Warte mal. Andockstation? Oh mein Gott. Hi. Kann ich hier eine Andockstation machen? Warte mal, hey! So. Mohammed? Okay. Ich glaube, der hat nichts dagegen. Oh, ich kann auf dem Boot hier drauf gehen. Oh nein, und jetzt? Warte mal. Boot? Warte ganz kurz. Okay, das. Okay, warte, das brauche ich. Das ist richtig gut. Warte mal. So, zack. Nur hoffen, dass niemand kommt. Oh mein Gott. Ey, das ist richtig geil. Ich glaube, wir können damit was machen. So. Dann mache ich den hier. Geht das hier? Oh nein. Hey, Werther? Wieso bist du dran? Warte mal. Herr Werther, ich war so ein Typ. Der hat Boote platziert. Ich wusste nicht, warum. Wieso bist du aus deiner Zelle raus und warum sind hier Boote? Ich weiß nicht. Die Tür ging aber auf. Gott. Herr Werther, die sind aber nicht sehr gut im Jump'n'Run springen hier, wie es aussieht. Die sind aber ein kleiner Ketterer. Oh, Herr Werther, oh, bitte jetzt nicht hier. Ich bin gerade hier am, oh mein Gott. Okay. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ah, ich liebe dieses Geräusch am frühen Morgen. Herr Werther, darf ich raus? Ja, du sollst mitkommen. Okay, alles klar. Dann, gehen wir mal raus. Doch, so. Setz dich da drauf. Nö, mach ich nicht. Gemütlich. Nein. Oh mein Gott. Ah, ich will aber nicht. Oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Ah! Oh mein Gott, nicht. Das tut weh. Das ist elektrisch. Ja, wir müssen das Ding noch richtig anschließen. Nein. Okay. Okay, alles klar. Und jetzt? Jetzt wollte ich dir nur zeigen, das wird dementsprechend das Ding sein, worauf Renzi sterben wird. Der Elektrostuhl? Ja. Erstmals, was machen sie mit dir? Was kann ich irgendwas machen, damit sie ihn befreien, okay? Egal was. Du kannst sterben. Ja, außer sterben. Irgendwas, wo ich überlebe? Eine Variante? Nein. Nein? Okay, alles klar. Dann eben nicht. Ja. Sag mal, was mit dem Ketchup hier eigentlich? Wird's mal aufgeräumt oder geputzt?
Stell keine Fragen und geh einfach weiter, du Hässler. Okay, alles klar. Sie sprechen anscheinend schon wieder mit sich selbst, okay? Oh mein Gott! Was hast du gesagt? Ich meine natürlich, ich bin sehr schön, ich selbst. Ich bin kein Hässler. Au! Dass du ein Hässler bist. Muss ich in die Schule? Sag, dass du ein Hässler bist, komm. Ist hier meine klatzige Katze? Oh mein Gott. Okay, komm her, komm. Nein! Du sagst es jetzt. Nein! Oh mein Gott, ich bin Hässler, ich bin stolz! Nein, du bist nicht stolz. Sag, doch, du bist hässlich. Ich bin hässlich. Hässlich? Sag, dass du hässlich bist. Ich bin hässlich und sie sind auch hässlich. Du bist hässlich, nur du, verstanden? Sag, ja, dass du nur ich und nur sie. Oh mein Gott, hört ihr auf! Sag, dass du hässlich bist. Ich bin hässlich. Sag, dass du hässlich bist. Ich bin hässlich! Und wenn du jetzt in die Klasse gehst, sagst du nicht deinen Namen, sondern sagst du, dass du hässlich bist. Ja, mache ich. Ist jetzt gut, okay? Wenn du das nicht machst, dann die Lehrerin erzählt mir das und wird Franz den Finger verlieren. Ist... Ja, oh, okay, alles klar. Ihr Katze ist hässlicher als ihr Gesicht. Wussten Sie das? Guten Tag, Frau Lehrer. Oh. Guten Abend. Oh, was ist hier? Du bist so schnell auf den... Was ist das hier? Warum ist ein fliegendes Baby aus wie Donald Trump? Was ist England. Hier? Oder, Digga, Alter, du hast mich verpetzt, Alter. Ich hab dich nicht verpetzt, du Depp. Wegen dir, Bruder. Ich bin nicht gleich. Was laberst du, du blöde Kuh, Alter? Hey. Kühe haben auch Rechte. Hey. Es ist mir nicht so... Oh mein Gott, ich hab ein halbes Herz. Walla, Digga, das ist eine Büffelhüfte, Alter. Die hat einen größeren Hintern, als ich einen Kopf habe. Von daher, was haben wir für ein Fach heute? Also, heute spielen wir. Heute spielen wir, Walla, Digga, Alter. Ich spiel Fortnite, Alter. Ich mach dich fertig. Verlierer? Walla, Digga, Alter. Verlierer, haben wir zufällig Englisch, ja? Ja, was für eine Flagge ist das? Die Flagge von England, von dem... Walla, Digga, eine, die an der Wand hängt. So eine Flagge ist das. Das ist die Flagge von London. London? Aber London ist kein Land? Ja, ist es. Walla, Digga, vom Vereinigten Königreich. Was sehen wir hier? Das ist, wie heißt da irgendwie, Walla, Digga, ich seh Baum, ich seh Leute, ich seh ne, Walla, Digga, guck mal da, ich seh ne hässliche, oh, da, guck mal, ne hässliche Frau, Alter. Alles klar. Noch ein Versuch, was haben wir hier? Die Golden Gate, ne Spaß, hier ist Towers Bridge, nicht die Golden Gate Bridge. Golden Gate? Ha, Towers Bridge natürlich. Walla, Digga, Alter. Was haben wir hier? Hier ist die Telefonzelle von Mr. Bean. Was für eine Telefonzelle? Ich kenne nur die Telefonzelle von... Telefon steht hier. Telefon? Walla, Digga, Alter. I'd like to pick up the phone, mister. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Und was? Es ist ein Riesenrad. Walla, Digga, wir haben hier eine dumme Truller, die probiert uns Bilder zu zeigen, Alter. Es ist ein Riesenrad, glaube ich, oder? Walla, Digga, die ist so dumm, die versteht nicht mehr, das ist ein Beleidiger. Hey! Oh mein Gott! Frau Lehrer, Walla? Kannst du morgen Schweinefleisch essen? Ja, Walla, Digga, Frau Lehrer, haben wir einen Test heute? Ja. Walla, ja. Digga, ich hoffe nicht einen Urintest, Alter. Hey, ein Urintest? Warum nicht? Was hast du denn gegessen? Ach, Walla, Digga, Spargel. Okay, und... Okay, was muss ich schreiben, mein Aufsatz? Mach einfach. Hello, guys, here is again Chaos. Walla, Digga. Spaß. Walla, Digga. Über was soll ich einen Aufsatz schreiben? Hello, my name is Chaosflow 44. Prison guard has empty was ist Glatze? Voll leer, was ist Glatze auf Englisch? Glatze. Ich weiß schon, warte mal, ich kann nachschauen hier. So, google.at. So, warte mal, was heißt denn Glatze Englisch? Baldhead. Okay, alles klar. Has an empty bald head that is very bald and empty and doesn't have hair. The end. Perfekt. Okay, Frau Lehrer, a story about the... okay, ist mir egal. So, ich hab mein Dings fertig. Ich hab's fertig. Lies mir das mal vor. Krieg ich eine 1? Ja, lies mal vor, Moment. Walla, Digga, da steht. Walla, Digga. Was heißt das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Ja, stimmt, Walla, Typ. Was heißt das hier? Lies mal vor, was steht da? Da steht ihr am Dump, oder? What?
Walla, Digga, Alter, ich kann Englisch. Ja, du kannst Englisch, wirklich? Oh ja, Walla, Digga. Woher denn? Walla, Digga, Alter, du kannst so. Was? Digga, Walla, I have Walla. Alles klar? Leute, Englisch erst. Was hab ich? Zwei. Hab ich eine Eins? Das ist eine Zwei. Eine Zwei? Und was ist der Walla-Typ? Hey, warum darf der gehen? Ich hab keinen Bock, Alter. Walla. Der Walla-Typ wird gar nicht benotet. Du wirst nicht benotet, warum nicht? Okay, wisst ihr was? Bist du dumm? Okay, alles klar, danke, Dings, richten Sie, Dings, die Walla-Typen Grüße aus, okay. Okay, Leute, ganz ruhig, ich hab mit dir. Wir können Folgendes machen, okay? Ja? Jo. Was denn? Wir können, guten Tag, wir können sagen, Einsteigen! Hä, wie einsteigen? Los! Hey, was soll denn das jetzt hier? Los! Okay, alles klar, okay, aber ich habe meinen Führerschein noch nicht gemacht, ist das, darf ich überhaupt fahren? Schneller! Ist es gegen das Gesetz? Schneller! Okay, ja, ist ja jetzt gut. Jetzt müssen mich immer anstochen hier. Oh mein Gott. Hey, wo ist die da? Ja, lenk ihn ab! Oh mein Gott. Lenk ihn ab, Maulwurf! Wo ist dieser kleine Hässel? Ich will noch nicht mit. Tötungsbefehl wird ausgeführt. Oh mein Gott, okay. Leute, ganz ruhig. Ich hab mit dir. So, zack, zack, zack. Jetzt hier irgendwie runter. Ah! Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hoffe, der Wärter kommt nicht. Ich hoffe, der Wärter kommt nicht. In die alte Zelle? In die alte Zelle? Ja! So, hier rein! Und jetzt ganz schnell! Ich muss hier unbedingt nämlich die Breaking News... Nein, John! Oh Gott. Tag 5. Ich bin so müde. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich durchhalte. Gertraud, wenn du das siehst... Bitte, bitte, tu mir einen Gefallen und lösch meinen Browserverlauf. Das ist alles, worum ich dich bete. Okay, ich muss heute herausfinden. Sonst werde ich es nie mehr herausschaffen. Okay, wo lang? Hier geht's nicht weiter. Wo geht's hier lang? Oh Gott. Okay, ich muss hier weiterfinden. Das ist so. So ermüdend. So ermüdend. Oh Gott. Oh Gott. Selbst die Fallen sind schon zu viel für mich. Ich muss meine letzte Kraft reserven schon. Oh Gott. Diese Skelette beeindrucken mich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie überhaupt echt sind. Oder ob das hier nur Fake ist. Okay. Geht's hier lang? Oh nein, ein Grab. Ein Grabmal. Wer weiß, ob hier noch eine Mumie drin ist. Ich will's gar nicht erst herausfinden. Geh weiter. Einfach weiter. Ich muss weitergehen. Ich kann nicht stoppen, Mann. Kann ich stoppen, Mann. Oh Gott. Es ist so heiß. Es ist so heiß. So heiß. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Oh nein. Oh nein. Ich komme nicht mehr raus. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Das war's. Gertraud, bitte. Tu mir diesen einen Gefallen. Und lösch meinen Browserverlauf. Bitte. Okay, kein Spaß. Das, okay. Leute, wenn es weiter so geht, ich glaube, es ist eingesperrt sogar noch. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr aus. Ich glaube, es ist der letzte Tag. Okay. Vorräte mehr. Hi, guten Tag. Ich wollte nur mich noch von meiner Zelle verabschieden, weil Sie wissen ja. Mein neues Zuhause. Ist egal. Ja, ist jetzt okay. Ist jetzt gut. Ich wollte wieder kacken, verdammt. Okay, lauf, lauf, lauf. Okay, ganz ruhig. Habe ich hier. Das ist ekelhaft. Oh mein Gott! Was soll das? Ja, schön auf dem Teppich. Oh, hab ich irgendwie auch noch. Oh mein Gott, was macht der schwilde Wärter? Stehen, du ekelhafter Maulwurf. Dich treff ich. Okay, ganz ruhig. Ich hab mit dir. Herr Wärter? Oh mein Gott, Das Ding wird zugemacht. Hey, warum wird das zu? Maulwurf, versteck dich!
Oh mein Gott, ey, ja, ja. Nee, nicht schießen, komm schon, doch, ich komm schon. Weg. Ah, nicht schießen! Ein Herz, oh mein Gott, Alter. Komm mit. Maulwurf, lauf, versteck dich! Werther? Hä? Ist in deine Zelle. Hä, was ist das hier? Warum ist hier ein Gas? Würde mich nicht so interessieren. Okay, alles klar. Das ist für die Zelle, oder? Links, okay, geh, geh, geh. Ist ja gut. Das tut dir verboten. Was da, was ist überhaupt drin im Zentrum 4? Hallo, es geht weiter, du Kanal. Hä, hey, was kann noch? Hä, Herr, das ist ja das Zentrum 3. Ja. Darf ich doch irgendwann mal nur reinschauen aus Besuch? Das ist die Todeszelle. Die Todeszelle? Wenn du da reinkommst, stirbst du. Okay, alles klar. Haben Sie zufällig Essen? Weil ich kann, glaube ich, den Balkon nicht schaffen, weil ich nicht mehr sprinten kann. Natürlich habe ich Essen für dich. Oh mein Gott, wobei, Herr Werther, ich brauche Ihr Essen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, alles klar, warum ist hier Bote? Ist es, fachgerecht? Ja. Okay, ich esse jetzt hier einfach das komische Fleisch hier. Da, zugemacht. Krieg ich noch Essen? Kriegst einen Schlaf von Hals, wenn du weiter nervst. Oh ne, komm schon. Dann ich heile dich ja mal bis jetzt. Okay, ganz ruhig, wir kriegen das hin. Maulwurf! Lauf weg, Maulwurf! Maulwurf, du kommst in Gefahr! Lauf weg! Ich komm schon zurecht, Maulwurf, okay? Maulwurf, du musst mich nicht retten! Bleib einfach, lauf über die Freiheit und, komm, find eine Frau und mach Maulwurf Kinder und, führ ein glückliches Leben! Hä, wo ist er überhaupt? Maulwurf, okay! Egal, was du machst, lass dich nicht erwischen vom Wärter, okay? Bitte, ja? Ich komm schon klar, okay? Ich mag dich, aber ich will nicht, dass du auch gefangen wirst, okay? Und der Wärter, der... Okay, alles klar. Hä? Hauptsache, der hat hier wirklich ein... Okay, egal. Leute, wir haben jetzt hier Folgendes. Wir haben jetzt hier den hier. So. Jetzt sollten wir echt ausbrechen können, glaube ich, oder? Übrigens, Leute, nicht vergessen, diesen Samstag, also ich glaube morgen dann schon, morgen bin ich in Linz. Ihr könnt euch jetzt noch Tickets holen hier auf bit.du/flo-linz. Ihr könnt auch vor Ort auch noch Tickets holen hier, also nicht nur online, auch vor Ort. Und vor Ort gibt es auch VIP-Tickets. Und morgen in Linz, in Pasching, im Hollywood Megaplex will ich sein hier. Schaut vorbei morgen, würde mich mega, mega freuen hier. Ist ein Samstag, falls ihr nichts vorhabt. Ist richtig geil. Hä, heute? Hi! Oh mein Gott, ich hab mal bis jetzt! Heute, hast du was zu essen? Hast du Brot? Hi? Nein. Heute! Nein! Aus! Hi? Böse! Hi! Hi, Typ! Hast du Brot oder so? Was? Hi? Aus Heu kannst du Brot craften, okay? Hast du Brot für mich? Irgendwas Hi? Zu essen? Weißt du was? Ich mach dir ein Angebot, okay? Wie wär's? Ja, ich weiß, Heu. Genau, Hi? Gib mir ein Stack Heu, dafür gebe ich dir. Nein, nicht zumachen. Hi? Gib mir ein Stack Heu, dafür gebe ich dir ein Boot, okay? Damit kannst du fahren. Damit kannst du Hi? Andocken machen. Ja, warte mal, was ist das hier? Level 1 Keycard? Hey! Wo ist denn Level 1 Keycard? Hi? Okay, hier, ich gebe dir ein Boot. Dafür machst du auf und gibst mir ein Stack Heu, okay? Hi! Hi! Och, nö, komm schon. Hi, Typ! Hi, Typ, ich hab Vertrauen an dich! Okay, ganz ruhig. Wir können auch Folgendes machen. Das kann ich hier einlagern, die Boote. Ja, kann was Boote mir überhaupt bringen jetzt hier? Level 1 Keycard bringt mir eigentlich auch nichts. So, das kann ich hier eigentlich mal einlagern. Hi! Ich geb dir. Guck mal, heute. Guck mal, ich geb dir einen Level 1 Kickcard. Dafür gibst du mir ein Stack Heu, okay? Hi? Hi. Nein, kein Boot. Ich will hier ein Boot. Komm, ich geb dir ein Boot, dafür machst du mir die Tür auf. Hi? Ja, komm, bitte. Ich hab halbes Herz, Leute. Wenn ich irgendwo einmal runterfall, wenn mich ein Moskito einmal sticht, dann bin ich tot, ja. Ich hab halbes Herz. Hi? Was ist das? Regeneration? Ja, okay, das nehme ich eigentlich auch. Aber ich muss doch raus hier. Junge, was ist denn überhaupt Ohrenschmalzbär? Was zählt? Was ist ein Ohrenschmalzbär? Ich meine, bevor ich jetzt nichts zu essen hab, ist mir jetzt eigentlich auch schon. Okay. Hoi. Guck mal. Ich hab jetzt zweimal Heu. Hoi. Kannst du mir jetzt die Tür aufmachen? Bitte, komm. Ich will zu deiner Andockstation mit dem Boot und endlich hier raus. Hoi. Okay? Hoi. Hey, wie hast du die Tür kaputt? Hoi! Hey! Wie hast du grad... Okay. Hoi! Okay. Kletterkünstler! Zack! Okay. So Kletterkünste, meinst du, okay? ich mache lieber so. Warte, und ich glaube so, Leute, wie ist was? Ich lasse den voller Typ, bitte mach seinen Kuchen weg, ist mir jetzt egal. Leute, auf geht's! So, sein Käsekuchen ist jetzt hier gegessen. Oh mein Gott. So, zack. Hoi? Hoi? Ja, hoi! Kannst du? Die Brücke ausfahren, geht das? Regeneration? Ja, ich brauche keine Regeneration mehr, okay? kannst du, oh mein Gott, was schießt hier? Kannst du die Brücke ausfahren, geht das? Ich geb dir, ein Heu. Okay?
Kannst du die Brücke ausfahren? Hoi? Komm, ich muss auskommen, bitte. Ich muss Gerloch jetzt befreien. Hoi, zu weit. Hä, wie zu weit? Okay, ich hätte eine Idee. Ich hätte theoretisch Blöcke, aber ich kann mit dir nicht bauen. Hä, was ist das? Potion of Escape? Hä? Hä, Leute? Wurde ich gerade geportet? Okay. Alles klar, das akzeptiere ich. Überlebe ich das hier? Okay, überlebt. Okay, nice. Leute, ich habe einen Plan. Warte mal. Quitz hier. Nicht hier nicht. Leute, ich habe einen Plan. Wie mir gefühlt schon jetzt ungefähr 10 Folgen gespart mit unseren Items hier. Heute ist der Tag, Leute. Heute werden wir unseren ultimativen Plan ausführen, okay? Übrigens, alle sagen, Flo, du bist doch komisch und bau dich einfach raus. Seht ihr das? Ich kann diese Blöcke nicht platzieren. Nicht unten, nicht hier, nicht gar nicht. Man kann keine Blöcke platzieren. Die Blöcke, ich weiß nicht, warum ich die überhaupt habe. Die habe ich, glaube ich, vom Abbauen. Ich kann die nur platzieren drüben am Schrottplatz oder beim Steinplatz. Ich kann die nicht bauen hier, ja? Bevor irgendwelche Kommentare schon mal meinen, Flo, bau dich doch einfach drüber. Leute, das geht nicht, okay? Erstens, ich ziehe mir jetzt hier gut an hier. So, zack. Emerald Rüstung. So, was ist das nächste an hier? Ich brauche hier meine, warte mal. Könnt eventuell meine schwarze Rüstung anziehen. Ah, das passt sogar. Warte. Das passt sogar richtig gut hier. Zu meinem Team Melone Dunkelregenbogen. Ist ein Noobshop.gravity.com. Zusammen mit Regenbogen und Team Melone Diamant hier. Schaut vorbei, schickt mir Bilder auf Instagram hier. Dann füge ich euch hier ein in Anubis. Ich habe nämlich hier meinen Nether Blaster, okay? Hier ein bisschen Heu. Aber und ein bisschen Schnitzel, ja? Wir brauchen. Ich nehme mal zum Notfall. Ich glaube, Franzen wird nicht eine Pyramide sein, oder? Denkt ihr? Ich will jetzt mal Gerloch befreien. Das heißt, das ist Numero Uno, was wir jetzt hier erledigen müssen, okay? Die Rakete brauche ich nicht. Ich habe einen Nether Blaster. Haben wir noch irgendwas anderes, was uns was bringen würde hier? Ich glaube nicht hier eigentlich, um echt zu sein. Nehmen wir den Schlüssel. Ich nehme den mal mit, falls der Schlüssel mir doch irgendwo was bringt. Ansonsten, glaube ich, sind wir relativ safe. Okay, das heißt, Leute, ultimativer Ausbruch. Ich glaube, mit dem Nether Blaster, nämlich den wir gecraftet haben, aus Einzelteilen vom Schrottplatz, können wir jetzt hier einen ultimativen Ausbruch machen. Als allererstes hier mache ich mir ein bisschen Brot. So, ein paar haben gesagt, sollen wir mal schauen hier von dieser komischen Eule, die irgendwo mal hier war, ob die noch irgendwelche Items hatte. Nö, hier steht nur, ihr seid echt Anfänger. Ciao. Okay, keine Ahnung. Okay, auf geht's. Das heißt, Leute, jetzt ultimativer Ausbruch aus Minecraft Anubis. Ein volle Mal, okay? Ich schau jetzt mal. Ich glaube, die haben nämlich alle gerade Mittagspause oder keine Ahnung. So, zack, okay. Weil eigentlich, dieses Nether Blaster, ich glaube, der ist relativ stark nämlich, oder? Ich schau mal, ich schieß mal mit dem. Jo, der soll stark sein. Die Frage ist jetzt, ich glaube, der ist stark genug, um diese komischen Leute, weil wenn der Waller-Typ hier mit dem Messer das zerschneiden kann, sollte der Nether Blaster mit Nether Charge mit 14 Damage auf jeden Fall das hier zerstören können, oder? Denkt ihr, das geht? Soll ich mal probieren? Ich probiere mal, okay? Ich spam einfach mal hier. Komm bitte, das muss doch klappen. Nein, er ist leer! Okay, aber ich ist jetzt frei. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, Leute, okay? Aber das ist leer, ich kann jetzt nichts mehr machen mit dem Nether Blaster. Kann ich nachladen? Nee. Okay. Leute, jetzt ein volle Mal Einbruch in die Pyramide und schauen, was da abgeht. Weil, kein Spaß, ich glaube, der Wärter hat insgeheim irgendwas vor mit den Experimenten. Es gibt eine tiefgründigere Story, glaube ich, hier. Irgendwas, was der Wärter machen will. Was ist das hier? Oh nein. Oh nein, hat er hier verschlossen? Warte mal, Keycard. Oh nö. Keycard? Okay, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Für ein bisschen Chest. Leute, gibt es nicht irgendwo einen Hintereingang oder so? Wie es aussieht, nicht. Was ist denn ein Chest hier oben drin? Leute, wir müssen irgendwie reinkommen. Gerloch darf nicht sterben hier. Weil, Leute, mit Gerloch können wir vielleicht den Text schreiben auch irgendwie befreien. Was ist das hier? Oh, ein Passwort-Protected Chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh nein. Leute, was ist das Passwort? Okay, ganz ruhig. Hat der Wert irgendwann was gesagt? Irgendein Jahr oder so? Warte mal, vielleicht irgendwie 2019? Nee. Oh mein Gott, Leute. Ah! Okay, kommen wir irgendwie sonst irgendwo rein? Irgendwie sonst hier? Kann ich mich hier durchzwängen? Nee. Vielleicht, wenn ich hier aktiviere? Kann ich hier öffnen, aber ich komme nicht rein? Leute, warte mal. Ich habe eine Idee. Wisst ihr noch? Warte mal. Oh mein Gott. Wenn das klappt, wir müssen hier ein Passwort eingeben. Okay. Ich habe gerade nochmal nachgedacht. Wo wir irgendwie eine Zahl mal gesehen haben oder irgendwas hier. Leute, ich weiß wo. Ich weiß wo. Wir hatten ja irgendwo mal, ich weiß nicht wo. Warte mal, ich glaube, ich habe das noch hier. Leute, wenn das hier
jetzt die Lösung hierfür ist, dann, Leute, dann raste ich aus. Ich glaube, wir haben das hier gehabt hier, oder? Wo ist es? Das hier. Area 51, Ausbruchsplan 276. Das ist das Einzige, was wir mit der Zahl haben, oder? 276. Es könnte, dass es das Passwort ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja? Weil, ich glaube, der Wert irgendwann mal eine Jahreszahl gesagt, irgendwas. In 20 Tagen oder so. Aber ich habe 20 auch schon probiert. Ich habe alles probiert. Was mir irgendwie in den Sinn gekommen wäre hier. Das ist das Einzige, was Sinn machen wird. Hier steht Area 51, Ausbruchsplan 276. Es könnte sein, dass dieser Brief oder was auch immer das hier ist, vom Wärter ist, ja? Und dass das hier, keine Ahnung, Leute, woher haben wir den? Haben wir das in Folge 1 oder 2 oder so in der Anubis, oder? Ich guck mal hier. Ein paar Leute mir in die Kommentare geschrieben, irgendwie, Flo, nimm den irgendwie zum Ausbrechen, aber ich weiß nicht wie. Okay, lass mal schauen hier. 2, 7, 6, Limited. Oh mein Gott. Wenn das jetzt hier klappt, oh mein Gott! Okay. Leute. Ach du. Okay. Ach du heilige grüne Neune. Oh mein Gott. Okay. Wir sind drin. Ganz ruhig. Lass mal schauen hier. Genau, hier wird Gerloch. Ich habe nämlich alle Breaking News Nachrichten geschaut. Ich glaube, es sollte irgendwo sein. Hallo? Gerloch, bist du hier irgendwo? Genau, hier war eine Falle, glaube ich. Jo. Aber ich glaube, Gerloch ist hier reingefallen. Kann das sein? Ja? Ist Gerloch hier irgendwo? Psst! Gerloch! Hier ist ein Lagerfeuer! Oh mein Gott, Leute, treffe ich heute ernsthaft das erste Mal Gerloch Gunterlicht, den echten? Hallo? Gerli, die Merli, Gerloch? Oh. War eine Falle? Hier war der Steinbruch? Oh mein Gott, genau. Er war doch hier irgendwo hier, oder? Erinnert ihr euch? Genau, hier war er. Warte mal, bin ich bei dieser Quelle. Kann es sein? Hallo? Alter, wo ist denn der? Ich schau mich mal um. Aber Alter, was ist das für eine Pyramide hier mit Fallen? Hier ist ein Sergei, ist auch so ein Lagerfeuer. Und ich glaube, hier ist eine Falle. Ganz ruhig. Psst, Gerloch! Ich bin's, der Flo. Nur hier ist er nicht, hier waren wir schon. Oh, komm schon, er muss doch irgendwo sein. Hier hinten war das Säurebad. Komm schon, wo ist Gerli? Oh, Leute, hier sind Knochen. Hier ist nur irgendein komisches Grab von der Mumie. Hi. Hier ist ein Typ drin. Hey, du, hast du zufällig den Report hier langlaufen sehen? Nee, hast du nicht? Okay, Leute, wir müssen ihn retten. Hier ist ein Feuerdings. Hä, hey, wer ist das? Hier steht so ein Typ rum. Hilfe! Gerloch! Hilfe! Hier! Hilfe. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du bist Gerloch Gunterlicht! Hey, endlich! Gerloch. Endlich! Hey, wer ist der hier? Du? Kameramann? Oh, hi, ich bin der Kameramann. Manchmal frage ich mich, warum ich das hier eigentlich mache. Ich werde doch, du. Okay, ich helfe dir am. Meine Güte. Okay, komm hoch hier. So, komm, ich helfe dir auf. Okay. Jetzt komm hier. Okay. Wie geht's hier raus? Hier, auf dem Vorsprung. Komm raus. Okay. Gerloch, wie geht's dir? Gerloch, ich schau alle Breaking News Nachrichten. Danke. Ich bin ein Riesenfan. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Gott. Hey, und das ist der Kameramann. Ach, der filmt das Ganze? Das ist mein Kameramann, mein treuer Gehilfe. Aber er war leider nicht so hilfreich. Okay. Ich wollte ja nicht hier raus. Okay, alles klar. Gerloch, komm mit. Ich bring dich raus. Kommt der Kameramann mit? Wie heißt der überhaupt? Und hat der überhaupt einen Namen? Oh Gott. Okay, natürlich. Nein, er heißt nur Kameramann. Heißt nur Kameramann? Okay. Das ist oh mein Gott, pass auf. Gott. Hier sind komische Feuerdinger. Ach, der Kameramann kommt mit. Oh mein Gott. Okay. Er läuft einfach rein. Oh, der Kameramann, er stirbt. Okay. Oh. Okay, Gerloch Gunterlicht. Oh, komm mit, wir werden dich hier rausbringen, okay? Mein Retter, du musst. Wie heißt du? Mein Name ist Flo, Chaos Flo, okay? Oder Saftige Melone. Ich bin Flo, genau. Hallo, Herr Chaos. Okay, na, nicht Herr Chaos. Was sind Sie jetzt? Eine Saftige Melone oder ein Chaos Flo? Herr Gerloch, ich wollte schon immer mal fragen. Oh, Achtung, hier ist eine Falle. Ganz sacht, aufpassen. So, und jetzt hier drüber. Oh, mein Gott, war das knapp. Okay, ganz ruhig. Herr Gerloch, ich wollte schon mal fragen, kennen Sie echt den Textschreiber von Breaking News? Oh ja, das ist ein ganz toller Mann. Der scheint hier an nicht zu mögen, eigentlich. Was mit dem Kameramann? Jarek. Kommt er mit? Erik? Okay, alles klar. Der Kameramann. Und wie geht's dir? Oh mein Gott, und wie geht's der Gondola? Ach, der Gondola. Dieses Miststück. Diese verdammte Jagd. Nein, unglaublich. Oh mein Gott, Gerloch, pass auf. Schaffst du das? Sie hat mich. Alter, das glaubst du gar nicht. Ich hab das einfach nicht geplant. Oh mein Gott, was? Und der Kameramann stirbt! Nein!
Nein! Nein, das war Kameramann Nummer 5. Nummer 5 schon? Hör, was ist mit der anderen passiert? Ja, aber du. Also, Herr Kraus, Sie müssen wissen, mein Kameramann-Verschleiß ist zu hoch, deswegen nennt man mich auch Gerlauch, den verschleißenden Kameramann, Mensch. Herr Gerlauch Gunterlich, ich bin ein Riesenfan, aber Sie müssen die Nachrichten fortsetzen, okay? Oh mein Gott. Also sehr geehrte Damen und Herren, meinen neuen Freund vorzustellen. Wir haben gerade keine Kameras hier, es gibt gerade niemanden, der hier redet. Wir sind gerade nicht voll leid. Nein! Okay, nein, keine Angst. Gerlauch, keine Angst, okay? Mein Gott. Ich wollte die Stimme schon mal befreien, aber der Wärter, der hat der hat mich gefangen, okay? Deswegen habe ich seine Karte geklaut hier und jetzt bin ich hier, okay. Komm raus. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Gerlauch, hier. Oh mein Gott, du bist der Beste. Ich esse so einen Schnitzel. Oh, danke. Das okay, ist alles klar. Und Gerlauch, hast du Autogrammkarten, irgendwas? Habe ich Autogrammkarten? Ich denke es, Gerlauch, ich schaue jede Folge von. Ich habe schon alle 30 Folgen Breaking News geschaut. Hier, diese Ohrfeige als Autogramm von mir. Alles klar. Gerloch, ja, gut, dann mach's gut. Mach heute die Nachrichten. Verlass mich nicht. Okay. Will ich nur die Gondola. Ich muss doch die Gondola. Okay, Gerloch, ich mach den Angebot, okay? Wir können schnell eine Runde für Breaking News drehen. Quasi so ein Interview mit mir. Da bin ich im Fernsehen. Richtig geil. Und dann mache ich mich auf und schau, was in der Pyramide noch so lauert, okay? Aber können wir jetzt einfach so ein spontanes Interview machen? Könnt ihr schon. Also hol mal einen neuen Kameramann, lass uns schnell drehen hier. Und dann. Gundula, da muss man doch sagen, was ich hier machen muss. Ja, die Gundula, ja, das kriegen wir alles hin hier, ja? Auf geht's. Ja, dann hol mal irgendwo einen neuen Kameramann, lass schnell drehen hier. Und dann mache ich mich auf in die Pyramide. Okay, alles klar. Dann ein für alle Mal hier das dem ganzen Ende bereiten. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist, aber irgendwas in der Pyramide ist faul. So, alles klar. Das heißt jetzt hier nicht runter. Hier irgendwie rum, keine Ahnung. Es muss irgendwas hier geben, ja? Weil kein Spaß. Ich weiß nicht, was hier zu verbergen haben. Hier hinten war irgendwie nochmal. Ich schaue mich jetzt hier komplett um. Ich will wissen, was die Pyramide, für ein Geheimnis hat. Alter. Oh nein, ist die Mumie. Oh oh. Die Mumie hat schon Gerloch fast getötet. Geht's hier weiter? Nö, oh oh. Das könnte jetzt ein kleines Problem darstellen. Hi Mumie. Ciao Mumie. Oh mein Gott. Lauf! Ah! Okay. Hier rüber. Oh mein Gott, dann nicht die Lava. Okay, lauf. Okay. Und Alter, Leute, mein saftiges T-Shirt hier gibt mir anscheinend richtige Lava-Resistenz. Wegen den Rüstungsbalken. Genau, dort hinten war, glaube ich. Ja, da waren Pfeile. Oh mein Gott. Ja, genau, da waren ganz viele Pfeile. Jetzt habe ich Slowness. Geil. Okay. Hier war Gerloch auch mal. Aber Leute, wir müssen jetzt schauen. Weil. Irgendwas würde Werte geheim halten. Ich dachte mir schon, was ist das hier? Ist safe Säure, deswegen sneak ich mich mal hier vorbei. Genau, ich glaube, hier war irgendwie Gerloch, oder? Bei der Lava? Hier war die Knochen. Genau, hier war Gerloch bei dieser komischen Fallgruppe. Mit seinem komischen Dings hier. Aber Leute, keinen Spaß. Wer läuft doch freiwillig in so eine falsche Dings einfach rein? Ah, okay, weißt du was? Gerloch ist ein Mensch für sich, aber der ist erstmal hier frei. Was war jetzt hier unten? Genau, das wollten wir rausfinden. Das sind komische Streifen. Weil das führt noch tiefer rein in die Pyramide. Hallo? Weil Leute, safe. Sowas von safe hat der Wärter irgendwas zu verbergen. Was ist das? Hallo? Hier ist ein Grabstein, hier ist Gold. Was für eine Box hier? Hier ein grünes Zeugras? Computer, ein Labor? Ist das ein Laserstrahl? Alter, Leute! Habt ihr schon mal so einen krassen Laser gesehen? Was wollen die hier machen? Und was hat mit Franzl zu tun und mit mir? Warum macht der Wärter die ganzen Experimente? Leute, habt ihr schon mal gefragt, ob es da nicht irgendwas gibt, was ich nicht weiß? Hab ich's gehört? Leute, was ist das hier? Wie sieht's aus? Ganz ruhig. Es ist zu 90% fertig. Okay. Wovon reden die? Oh Mann. Die kommen. Okay, weit. Ganz ruhig. Weit, es ist soweit. Aktivier den Laser. Was machen die? Okay, Meister. Oh Mann. Oh mein Gott, die haben den Laser! Hey, kannst du mal kurz hochgehen? Oh mein Gott. Stopp. Wir müssen noch mal kurz schauen. Okay. Ah! Oh mein Gott! Nein! Was oh mein Gott! Alle? Was machst du hier? Nein! Erstens, Herr Wärter, was ist das hier? Ich werde es melden. Hey Wärter, was ist das?
Erst... Hey, Geoffrey. Nein, kein Laser. Was machen Sie hier? Was ist das für ein Würfel? Noch jemand das? Nein. Du bist ja lange genug. Wärter, was haben Sie hier vor? Kein mehr. Spaß. Das ist absolut... Halt sich Schnauze, ich Nein, ich will wissen, was Sie hier vorhaben. Was ist das mit Franz? Ich rede jetzt. Die ganze Zeit schnüffelst du umher. Ja? Du hörst nicht auf. Weißt du, jetzt ist dein Ende. Nein, ich werde das glaube ich nicht. Dich töten, dann werde ich kaputt machen irgendwie? Franz töten. Nein, wirst du nicht. Ich werde dich besiegen. Welt. Ich werde Franz retten und... Boah, die ganze Welt. Was ist das hier für ein Würfel? Für ein Labor, warum ist die Pyramide? Endlich offen ist, kann ich seine Energie nutzen, um damit eine Allmacht zu erhalten. Was für ein Alien-Würfel? Die mir schon so lange verwehrt wurde. Warte mal, wie? Ich dachte, du hast alle Aliens gekillt. Wenn ich diese Kraft habe, dann kann ich endlich alle Aliens töten, auch den letzten. Hä? Und, Und mich dafür rächen. Hä, aber ich dachte, sie sind deine Aliens. Das Volk ausgerechnet haben. Hä, was? Die Aliens haben dein Volk ausgelöscht? Was? Ja. Das kann nicht sein, das glaube ich. Die Aliens sind freundlich, ich kenne die Aliens. Die würden sowas nie tun. Und wenn ich diese Energie habe, wird mir keiner im Weg stehen. Nein, ich. Also, oh mein Gott, nein. Hey! Komm! Dart! Nein! Das werde ich nicht zulassen! Freundchen! Nein! Halt Abstand! Oh mein Gott, was passiert hier? Warum wackelt alles? Stell dich in die Ecke und lass dich einfach. Nein! Das werde ich nicht zulassen! Du weißt nicht. Du wirst. Oh mein Gott, wieso? Fang es immer noch! Sterben! Was zur Hölle? Warum blitzt alles? Warum? Hallo? Da, 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 da